Im vierten Buch Mose lesen wir, wie Mose mit dem Volk Gottes in der Wüste unterwegs ist. Sie hatten viel mit Gott erlebt. Viel Halt, viel Versorgung, viel Weisung von Gott erhalten. Und dennoch kommt das Volk in Rebellion gegen Gott. Sie sagen, wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Und es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Nahrung. Die Sache war die, dass Gott ihnen Nahrung gegeben hatte und Versorgung gegeben hatte, aber es war nicht das, was sie selbst wollten. Sie wollten bestimmen, was auf ihrer Speisekarte zu stehen hatte. Und nicht nur das, sie wollten einfach bestimmen, wie ihr Leben aussehen sollte. Und sie wollten nicht einstimmen in diese Pläne, die Gott für ihr Leben hatte. Sie wollten selbst sagen, wohin sie gehen, was sie machen wollten. Und in ihnen entstand eine Sehnsucht, wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Sie wollten eigentlich wieder in die Dinge zurück, aus denen Gott sie rausgeholt hatte, weil er gute Pläne für ihr Leben hatte. Sie kamen in Rebellion, in Murren und in eine negative Haltung, Gott gegenüber und Mose gegenüber. Als Gott dieses Verhalten sieht, stoppt der Zug und nichts geht mehr und die Dinge müssen erst bereinigt werden. Das Volk kommt zur Erkenntnis, dass sie wirklich Buße tun müssen, weil sie sich zu weit aus den Plänen Gottes entfernt hatten. Und als dieser Schritt der Buße und der neuen Hingabe an Gott vollzogen ist, lesen wir in ganz vielen Versen, die darauf folgen, und sie brachen auf. Und sie brachen auf. Es kommt immer wieder. Dann, als die Dinge bereinigt waren, als sie herausgetreten waren aus einer murrenden, anklagenden Haltung Gott gegenüber, als sie Buße getan hatten für ihre Verfehlungen, für ihr falsch geleitetes Verhalten, da ging es erst weiter. Da ging die Reise erst weiter. Da konnten sie erst die nächsten Schritte wieder tun in ein neues Land. Und ich dachte, bei uns ist es ganz genau so. Wir betrachten Gott oft so als einen Wohlfühlautomaten. Oben werfen wir was rein und wir erwarten, dass genau unten das rauskommt, was wir für unser Leben als die richtige Strategie oder das richtige Ziel empfinden. Wir wollen nicht das, was Gott für uns jetzt hat, sondern wir wollen selbst bestimmen, was er für uns in unserem Leben tun soll. Aber das ist nicht das, was mit den Plänen Gottes, mit seinen Gedanken über unser Leben übereinstimmt. Wir müssen dahin kommen, dass wir einfach in diese guten, in diese richtig wertvollen, positiven Pläne Gottes für unser Leben hineinkommen, dass wir mit ihm übereinstimmen. Und wenn das jetzt bedeutet, dass wir durch bestimmte Dinge hindurchgehen sollen, dann bleiben wir an ihm dran und gehen mit ihm weiter dadurch. Und dann wird es erst in unserem Leben weitergehen, wenn wir wirklich Buße getan haben für falsch geleitete Gedanken und falsch geleitete Entscheidungen. Der Herr möchte eigentlich, dass unser Leben von Zukunft und Hoffnung geprägt ist. Er möchte uns zum Erfolg im Leben führen. Und er möchte nicht, dass wir in Murren, in Auflehnung, in Unversöhnlichkeit oder in Anklage gegen ihn bleiben. Wenn du in deinem Leben feststellst, da ist bei mir auch so etwas wie Auflehnung gegen Gott und seinen Weg. Wenn da etwas ist wie Unruhe und Zorn und irgendwelche negativen Gedanken, die du vor Gott hast und in sein Handeln an deinem Leben, wenn da Dinge sind, die nicht wirklich stimmen, dann bitte ich dich, dass du ganz schnell davon Abstand nimmst und sagst, Herr, es tut mir leid, dass ich mich gegen dich aufgelehnt habe, dass ich gemurrt habe, dass ich dich angeklagt habe. Und ich möchte dich bitten, dass du wieder neu in mein Leben kommst und mein Leben weiterführst, dass ich wieder neu aufbrechen kann in mein Land, dass ich wieder neu einen Schritt tun kann in eine neue Situation. Und der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Er hat das Volk Gottes weitergeführt.
Sie konnten nach dieser Auflösung von Buße und Vergebung wieder aufbrechen und er ist mit ihnen weitergegangen. Und das ist eine große Chance heute für dich, dass du das nimmst, dass du sagst, Herr, vergib mir und ich will weitergehen mit dir. Gib mir eine neue Vision, eine neue Kraft, einen neuen Anschub, dass ich heraustrete aus dem alten Denken und ein neues Denken in meinen Sinn kommt und in mein Herz. Ich wünsche dir, dass du erlebst, dass Gott treu ist in seinen Wegen mit dir. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.